Willkommen in Mannheim. Volvo hat die 60er-Baureihe komplettiert und zeigt jetzt erstmals bei uns in Deutschland zumindest den neuen Volvo S60. Er ist erwachsener geworden, ist größer geworden, bietet komplett neue Antriebe, natürlich auch neue Assistenz- und Sicherheitssysteme und auch im Innenraum hat sich einiges getan. Wir schauen uns heute mal an, was denn der neue S60 so kann. In unserem Fall die mittlere Benzinmotorisierung als T5 und vor allen Dingen schauen wir auch mal, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen S60 und V60. Unser Volvo S60 als R-Design hat hier eine richtig schöne Ausstattung an Bord, auch wenn es um das Thema Infotainment und Anzeigen geht. Denn der hat serienmäßig ein 12,3 Zoll großes voll digitales Cockpit, das sehr schön abzulesen ist und mich über alles informiert, was ich beim Fahren brauche. Außerdem habe ich hier ein Infotainment-System mit einem 9 Zoll Touchscreen, typisch Volvo im Hochformat. Das ist flankiert von den Lüfterdüsen. Auch da ein System, an das man sich ein bisschen gewöhnen muss, das aber sehr gut funktioniert, sehr ordentlich ablesbar ist und vor allen Dingen alles das an Informationen bietet, was ich mir so wünsche. Und ganz wichtig hier im Auto für mich ist, ich kann problemlos meine Mobilgeräte koppeln, denn Apple CarPlay und Android Auto sind ebenfalls mit an Bord. Um einen besseren Eindruck zu vermitteln, was der Volvo so serienmäßig an Bord hat und was unser Testwagen optional bietet, hier einfach mal die beiden Listen. Der Volvo S60 ist schmaler geworden als sein Vorgänger, denn er ist mit 2,04 Metern inklusive Außenspiegeln rund 5,5 Zentimeter schmaler als das letzte Modell. Wichtiger ist aber bei unserem Fahrzeug hier, es gibt den S60 aktuell nur in den beiden Top-Ausstattungslinien, das sind Inscription und R-Design und die R-Design-Variante, die fahren wir. Deswegen haben wir bei unserem Auto zum Beispiel auch einen anderen Kühlergrill, hier in Hochglanzschwarz mit den Querstreben. Und wir haben hier unten eine andere Schürze am Stoßfänger vorne mit diesem schwarzen Element. Die soll einfach ein bisschen Sportlichkeit und ein bisschen Druck auf die Straße erzeugen. Und wir haben natürlich auch hier diese angedeuteten Lufteinlässe, auch in Schwarz, die ebenfalls wieder für einen sportlicheren Look sorgen. Außerdem wichtig beim S60 ist, er hat wie alle anderen neuen Volvo-Modelle LED-Scheinwerfer serienmäßig an Bord. Und ganz wichtig natürlich mit dem LED-Tagfahrlicht in der sogenannten Thors Hammer-Optik. Bei unserem Fahrzeug jedoch haben wir das sogenannte Lichtpaket mit dabei. Das kostet 1.100 Euro und das beinhaltet LED-Nebelscheinwerfer und das sogenannte Active High Beam für die Scheinwerfer hier. Das heißt nichts anderes, als dass ich quasi automatisch immer mit voll aufgeblendeten Scheinwerfern fahren kann, ohne andere Menschen oder Verkehrsteilnehmer zu blenden. Volvo nimmt für sich in Anspruch, dass die Fahrzeuge besonders sicher sind. Und deswegen hat zum Beispiel auch der S60 relativ viele Fahrerassistenz- und Sicherheitssysteme bereits serienmäßig mit an Bord. Eins der wichtigsten ist sicherlich das sogenannte City Safety Paket, denn das bietet Notbremsassistenten, der zum Beispiel in der Stadt nicht nur Fußgänger, sondern auch Radfahrer oder sogar Wildtiere erkennt. Und darüber hinaus gibt es serienmäßig zum Beispiel auch einen Spurhalteassistenten oder einen Kreuzungsassistenten und viele weitere. Man kann das noch erweitern, zum Beispiel um eine Rückfahrkamera, um einen Querverkehrfahrer beim Rückwärtsausparken, einen Parkassistenten oder wenn man will, sogar quasi teilautonom fahren. Der Volvo S60 ist genauso lang wie der V60, nämlich 4,76 Meter und damit ist er rund 12 cm länger als sein Vorgänger. Außerdem wichtig, der Radstand ist ebenfalls um rund 10 cm gewachsen. Das sorgt ganz klar für mehr Raum im Fond. Und um die Optik zu verbessern, ist der Wagen auch noch mal flacher geworden. Ist nämlich jetzt 1,43 Meter hoch und damit etwas mehr als 5 cm flacher als sein Vorgänger. Das Ganze sorgt natürlich für eine sehr schöne Optik. Und wenn wir uns den Wagen so anschauen, im Grunde genommen sieht er genauso aus wie der normale V60, nämlich bis hier. Beim V60 haben wir dann den verlängerten Kofferraum, weil es halt ein Kombi ist. Bei diesem hier haben wir die schöne abfallende Dachlinie mit dem kurzen Kofferraumdeckel. Finde ich persönlich eine sehr sportliche Geschichte. Teil des R-Design-Ausstattungspakets sind übrigens auch die in glänzend schwarz gehaltenen Rückspiegel wie auch die in glänzend schwarz gehaltenen Fensterrahmen des Fahrzeugs. Wichtig ist außerdem, wie gesagt, es gibt das Auto bis im Moment zumindest nur als Inscription oder R-Design-Ausführung und damit steht er aktuell serienmäßig auf 18 Zoll Felgen. Wir haben hier ebenfalls 18 Zöller mit an Bord, aber unsere sind aufpreispflichtig, das liegt einfach an der Optik, sind aber dann nur in Anführungszeichen 570 Euro, die an der Kasse extra fällig werden.
Wie von Volvo gewohnt, finde ich hier im Auto natürlich tolle Materialien und eine sehr, sehr schöne Verarbeitung. Bei uns hier im Fahrzeug im R-Design, Ausstattungslevel, habe ich zum Beispiel hier so metallische Oberflächen, auch hier in der Mitte, die nochmal diesen sportlichen Look ein bisschen unterstreichen sollen. Das ist wirklich sehr schön. Ist nicht nur sehr schön anzufassen, auch optisch einfach schön gemacht. Darüber hinaus habe ich hier sehr schöne helle Ziernähte auf dem schwarzen Leder oder Lederimitat, auch hier am Lenkrad. Und das, muss ich sagen, hebt einfach dieses Interieur, diese Atmosphäre nochmal an. Dazu kommt noch, dass Volvo wirklich sehr schöne, nicht nur schön anzuschauen, sondern auch sehr komfortable Sitze hier im Auto hat, in denen ich auch als großer Mensch richtig gut sitze, habe genug Seiten halt, die sind extrem komfortabel, auch die Kopfstütze passt für mich. Damit kann man sich hier im Auto auch auf längeren Strecken richtig wohlfühlen. Und das Platzangebot ist ebenfalls sehr ordentlich. Gerade hier vorne als großer Mensch, ich sitze sehr gut, wir haben zwar hier ein Glasdach verbaut, ich stoße noch nicht mit dem Kopf an, aber sitze wirklich so, wie ich sitzen möchte. Und wie es hinter mir aussieht, das schauen wir uns jetzt einfach mal bei einem separaten Stopp an. So, jetzt schauen wir doch mal, ob ich hinter mir im S60 Platz habe zum Sitzen. Erstmal reinkommen. Für große Menschen, wie man sieht, gar nicht so einfach. Also, ich passe rein. Ich habe vor dem Knie noch ein bisschen Platz. Am Kopf ist kein Platz mehr, da stoße ich an. Vor den Knien geht's noch, aber meine Füße haben null Bewegungsfreiraum. Also ich stoße mit den Zehen an den Sitz. Das ist für eine längere Fahrt nicht perfekt. Ich habe hier im Volvo zwar im oberen Bereich überall schöne Materialien und die sind auch super verarbeitet. Das Einzige, wo es Hartplastik gibt, das ist hier an der Mittelkonsole. Kann man auch schön hören. Und das finde ich ein bisschen schade. Zumal, wenn ich mein Bein dagegen lege, habe ich hier im Auto die ganze Zeit so ein leichtes Knarzen. Da würde ich vielleicht noch mal nachschauen. Am Heck unseres S60 finden wir wieder Rückleuchten in LED-Technologie. Ganz wichtig, auch hier wieder die typische Signatur von Volvo. Und da wir die Variante R-Design fahren, finden wir hier auch wieder diese schwarzen Elemente und den etwas sportlicheren Diffusor. Und ganz wichtig natürlich auch die beiden großen angedeuteten Auspuffauslässe. Aber der größte Unterschied zwischen S60 und V60, der spielt sich hier ab, nämlich da drunter. Denn der S60, der bietet ein Kofferraumvolumen von 442 Litern. Und die einzige Möglichkeit, größere Dinge mitzunehmen, das ist so eine Durchladeklappe, ein sogenannter Skisack. Wenn wir uns den V60 dagegen anschauen, der bietet 529 Liter bis 1441 Liter. Und das ist eben dann der Punkt, wo ich sage, so schön der auch ist, da wäre ich wahrscheinlich eher praktisch und würde sagen, ich nehme den Kofferraum dann doch mit. Unser Testwagen, der hat den mittleren der drei Benziner an Bord, nämlich den 250 PS bzw. 184 kW starken Vierzylinder-Benziner. Und der liefert maximal 350 Newtonmeter Drehmoment und ist hier im Auto immer gekoppelt mit einer 8-Gang-Automatik. Außerdem ist das Auto frontgetrieben, also kein Allrad. Und dieses Paket funktioniert im Auto, wie ich finde, sehr ordentlich. Der Wagen, der lässt sich sehr schön ruhig fahren, schaltet völlig unauffällig, ist sehr leise. Und wenn ich eben dann mal das Gas durchtrete und es einfach sportlicher angehen will, dann funktioniert auch das ganz hervorragend. Und ein Grund dafür ist natürlich auch, dass ich hier im Fahrzeug natürlich die Möglichkeit habe, unterschiedliche Fahrmodi zu wählen. Und da kann ich eben dann auch vom Komfort auf den sportlicheren Modus wechseln. Man kann den S60 schon schön dynamisch bewegen, denn das Fahrwerk macht das absolut mit. Die Lenkung ist präzise genug dafür. Und das Schöne ist, er liegt richtig satt auf der Straße und das ohne unkomfortabel zu sein. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, wir haben hier halt nur einen Vierzylinder an Bord und eben nur 2 Liter Hubraum. Und wenn ich jetzt hier drauf drehe und diese 250 PS abrufen will, dann erreiche ich das eben nur durch eine entsprechend hohe Drehzahl. Und das hört sich manchmal so ein bisschen, ja, gequält an, ist vielleicht das richtige Wort. Und da wäre es natürlich schön, man hätte einen 6- oder 8-Zylinder, aber wahrscheinlich sind die Tage vorbei. Beim Thema Motorenpalette, da unterscheidet sich der S60 deutlich vom V60, denn für dieses Fahrzeug hier gibt es nur
Benziner im Programm und die leisten hier zwischen 190 bis rauf zu 310 PS und das sind alles 2 Liter Vierzylinder-Aggregate. Darüber hinaus gibt es aber noch den sogenannten T8 Twin Engine. Das ist ein Plug-in-Hybrid, der hat dann einen 303 PS starken Benziner gekoppelt mit einem 87 PS starken Elektromotor, also Systemleistung 390 PS und wichtig ist, der fährt über 50 Kilometer rein elektrisch. Laut Datenblatt soll der S60 als T5 mit den 250 PS 7,7 Liter nach WLTP auf 100 Kilometer verbrauchen. Und das ist ein Wert, den haben wir nicht erreicht. Bei uns lag der Wert eher so bei 9,5 Liter. Ich denke, das ist nicht zu hoch für ein 250 PS starkes Auto, aber es ist aber auch nicht wirklich wenig, zumal wir wirklich sehr ruhig gefahren sind oder ganz entspannt gefahren sind. Also ich habe das Auto kaum mal sportlich bewegt. Und deswegen denke ich schon, wenn man jetzt den Wagen dynamischer fährt, dann ist wahrscheinlich auch ein Wert von 12 Litern nicht ungewöhnlich. Aber auf der anderen Seite ist es eben das, was ich an Benzin verbrauche, wenn ich ein großes Auto mit 250 PS richtig dynamisch fahren will. Das war meine Probefahrt im neuen Volvo S60. Und der komplettiert jetzt die 60er-Familie als fehlendes Glied quasi als Limousine. Bei uns ist das Auto flammneu, in den USA gibt es ihn schon im Moment. Und jetzt mal so ein bisschen was zu meinem Eindruck vom Auto. Erstens, Volvo-typisch, tolle Materialien, super verarbeitet und unglaublich viel Komfort. Außerdem, was mir richtig gut gefällt, ist, dass der in der Basisausstattung, zumindest unserer hier als R-Design, richtig viel mit an Bord hat und vor allen Dingen beim Thema Assistenz- und Sicherheitssysteme. Platzangebot vorne, auch für große Menschen wirklich gut, hinten, es ist so, dass ich hinter mir sitzen könnte, aber nicht richtig bequem. Also ein echtes Platzwunder ist der hier dann leider nicht. Ansonsten habe ich wirklich nicht viel zu meckern. Das Einzige, was man anmerken muss, wir haben bei unserer Probefahrt dann doch so 9,5 Liter super gebraucht auf 100 Kilometer. Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Aber auf der anderen Seite will das Fahrzeug mit seinen 250 PS eben auch bewegt werden. Wir sind allerdings relativ moderat gefahren. Ich denke, wenn man ihn flott fährt, dann sollte man sich auf eine Zahl bei eher 12 Litern einstellen. Aber ansonsten ein wirklich schönes Auto. Ich würde jedoch immer zum Kombi tendieren, weil ich es einfach gut finde, dass ich mehr Platz habe und das ohne auf was zu verzichten. Denn der Kombi ist genauso agil, ist genauso schön zu fahren, ist von innen genauso ausgestattet, hat einfach nur mehr Kofferraum. Der einzige Nachteil ist, der Kombi kostet knapp 5.000 Euro mehr.